Meine Damen und Herren, noch steckt die Welt mitten in der Corona-Krise. Noch dominiert diese Pandemie alles, was uns tagtäglich medial serviert wird. Aber trotzdem, am Rande dieser ganzen Corona-Debatte tauchen doch schon die Themen auf, die die Welt bestimmen werden, wenn diese Pandemie irgendwann zu Ende gegangen sein wird. Und das kann man mit einiger Sicherheit annehmen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht unter welchen Umständen, aber früher oder später werden die medizinischen Folgen dieser Pandemie ein Ende gefunden haben, weil es ein Medikament gibt, weil es einen Impfstoff gibt, weil der Virus verschwindet, das wissen wir nicht. Eines wissen wir aber mit Sicherheit, dieser Virus, diese Pandemie, wird Auswirkungen auf die Weltpolitik, auf die neue, die künftige Weltordnung des 21. Jahrhunderts haben. Und schon heute, neben der Pandemiediskussion, dominiert eine Frage, wie wird Chinas Aufstieg diese neue Weltordnung bestimmen? Und mit dieser Frage möchte ich mich in den nächsten Minuten mit Ihnen beschäftigen. Und das Erste, was mir wichtig ist, selbst wenn die medizinischen Folgen der Pandemie zu Ende sein werden, der Virus beschleunigt und intensiviert Entwicklungen, die heute schon da sind und die sich deshalb mit besonderer Virulenz entfalten werden, wenn wir aus dieser Krise herausgewachsen sind. Und das Wichtigste vielleicht für uns alle, er verkürzt die Anpassungszeit, die wir haben, um mit diesen neuen Veränderungen, insbesondere mit dem Aufstieg Chinas, verstehend umzugehen. Wer von heute auf morgen reagieren muss, der findet bestimmte Veränderungen deutlich schwerwiegender und wichtiger, als wenn man über Jahre und vielleicht Jahrzehnte Zeit hat, sich an Veränderungen der Weltpolitik zu gewöhnen. Das ist auf den ersten Blick die für mich wichtigste Veränderung durch die Corona-Pandemie. Wir haben kaum noch Zeit, uns an die beschleunigten Veränderungen zu gewöhnen. Und wie die im Einzelnen aussehen, das möchte ich mit Ihnen im Folgenden diskutieren. Aber zunächst einen Blick auf den Aufstieg Chinas werfen. Das Thema ist ja nun wirklich nicht neu. Es beschäftigt uns seit vielen Jahren, obwohl wir immer wieder einmal einsehen müssen, dass wir es vielleicht früher hätten erkennen können als das, was es ist. Das Erste, was mir dabei wichtig ist, ist die Feststellung, dass dieser ganze Prozess, den wir da beobachten, eigentlich ein völlig normaler Prozess ist. Das ist nichts Besonderes. Wenn ich ein Land der Größe Chinas habe, mit 1,4 Milliarden Menschen, und dieses Land über 4 Jahrzehnte mit zweistelligen Zuwachsraten einer wirtschaftlichen Entwicklung anheimgebe, dann ist es eigentlich kein großes Wunder, dass dieses Land am Ende dieser 4 Jahrzehnte seinen internationalen, seinen globalen Einfluss vermehrt hat und deutlich wichtiger ist, als es am Anfang dieser 4 Jahrzehnte war. Und wenn wir fair sind, nicht nur China hat von diesem Wachstum in den letzten 4 Jahrzehnten profitiert, wir auch, unsere Unternehmen auch. Es gibt in Deutschland, in Europa, auch in den Vereinigten Staaten Tausende und Zehntausende von Jobs, die es nur gibt, weil unsere Unternehmen auf dem chinesischen Markt erfolgreich sind. Wir haben das eine globalisierte, eine interdependente Welt genannt und werden sehen, wie diese Entwicklungen sich weiter vollziehen. Aber zunächst einmal, noch einmal, der Aufstieg Chinas ist kein sonderliches Wunder. Das Zweite, was uns zu schaffen macht, ist allerdings die dramatisch schnelle Veränderung der transatlantischen Beziehungen. Gerade dieser Tage hat die Körperstiftung in Deutschland und das Pew Research Institute eine Umfrage veröffentlicht, die zeigt, wie dramatisch schnell Menschen in Deutschland, in Europa auf diese Veränderungen reagieren. 37% der Deutschen sagen demnach, dass die Beziehungen zu China wichtiger sind, zu den USA wichtiger sind als die zu China. Aber 36%, das ist fast die gleiche Zahl, behaupten dasselbe umgekehrt von der Bedeutung Chinas für uns. Das wäre vor 4 Jahrzehnten praktisch undenkbar gewesen. Und man muss wahrscheinlich schon ein Stückchen weit verstehen, dass für eingefleischte Transatlantiker diese Zahlen wie ein Schock kommen. Sie haben mit Donald Trump zu tun, aber an dieser Stelle ist der amerikanische Präsident sicherlich nicht alleine schuld. Es zeigt sich, dass die transatlantischen Verwerfungen doch tiefgreifend sind. Und gemeinsam mit dem von mir als normal bezeichneten Aufstieg Chinas geraten wir Europäer natürlich in eine Situation, wo wir manchmal das Gefühl haben, dass wir die Welt um uns herum nicht mehr wirklich verstehen. Und das gilt insbesondere für das zentrale Verhältnis des 21. Jahrhunderts, was Machtpolitik, was Geopolitik angeht, und das ist das Verhältnis zwischen den USA und China. Wir Europäer beobachten das einen Augenblick,
Aber wir sehen mit wachsender Sorge die Aggressivität, mit der beide aufeinander losgehen. Auch da beschleunigt die Corona-Pandemie die Wortwahl, die Aggressivität der Wortwahl, die Bereitschaft, kritisch miteinander umzugehen. Aber die war vorher auch schon da. Und die wird übrigens auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach Donald Trump bleiben. Wenn es im Augenblick in der amerikanischen Diskussion ein Thema gibt, wo beide Parteien, bipartisan, wie man auf Englisch so schön sagt, sich einig sind, dann ist es die Kritik an China. Und diese Kritik nimmt zu. Sie nimmt zu wegen der Pandemie. Sicherlich ist China das Ursprungsland, daran gibt es wenig zu deuten. Aber wer möchte schon wirklich kritisch mit der chinesischen Führung so umgehen, wie es der amerikanische Präsident tut, der sich selbst vorwerfen muss, dass er diese Pandemie verschlafen, klein geredet hat, fälschlich reagiert hat und mit hochfragwürdigen Methoden immer wieder versucht hat, sich selbst in positives Licht zu rücken. Ein Präsident, der nur Sündenböcke sucht, überzeugt die Welt nicht, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für den Niedergang des Images unseres wichtigsten westlichen Partners, aber auch der Zustimmungsraten, die dieser westliche Partner hierzulande, wie gerade eben diskutiert, erfährt. Für uns Europäer ist in dieser weltpolitischen Veränderung die schwierigste und herausforderndste Position die, wählen zu müssen zwischen der einen oder anderen Seite. Matthias Döpfner, der Chef von Springer, argumentiert eindeutig, wir müssen uns auf die Seite der USA stellen. Ich würde dem entgegenhalten, das ist die richtige Frage und die falsche Antwort. Wir dürfen nicht in die Situation kommen, wählen zu müssen zwischen der einen Seite oder der anderen Seite. Das ist für Europa, das ist für Deutschland so ungefähr die schwierigste Situation, in die man kommen kann. Und kein mittelständisches Unternehmen auf der Schwäbischen Alb beispielsweise würde wählen wollen, wo es lieber 40, 50 oder 60% seines Umsatzes verliert, weil solche Unternehmen üblicherweise auf beiden großen Märkten gleichermaßen unterwegs sind. Und es bleibt natürlich die spannende Frage, was der Niedergang der Weltwirtschaft durch die Pandemie, ausgelöst durch Corona, am Ende für Effekte haben wird. Im Augenblick sind die Vereinigten Staaten immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt, am härtesten betroffen. Schwierig vorauszusehen, wie genau diese Betroffenheit aussehen wird. Aber wenn der Chef der amerikanischen Zentralbank befürchtet, dass bis zu 30% Wirtschaftsleistung verloren gehen, dann zeigt sich, dass hier Gewichte verschoben werden, die gegebenenfalls zugunsten Chinas wirken könnten. Und so ist nicht auszuschließen, dass China zwar am Ende das Ursprungsland dieser Pandemie ist, aber auch der große Profiteur. Denn es geht sicherlich in Zukunft auch um die klassischen geopolitischen Fragen, militärische Stärke. Es geht aber auch um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und es geht um Technologiefähigkeit. Und in all diesen Fragen hat China schon in den letzten Jahren erheblich aufgeholt. Und noch einmal, an dieser Stelle dürfte der Coronavirus eher beschleunigend wirken und die Gewichte zugunsten des Aufsteigers und zulasten der etablierten Supermacht verschieben. Das sind die Herausforderungen. Nun, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Zunächst einmal muss man, glaube ich, ganz klar sehen, und das wäre meine erste Schlussfolgerung, gemessen an unseren Werten bleibt China für uns ein problematischer Partner. Wir teilen unsere Werte nicht wirklich mit China, mit einem diktatorisch herrschenden kommunistischen System, wie manche sagen. Aber wenn wir fair sind, müssen wir zugeben, dass auch andere Partner, die USA, aber auch Russland oder Brasilien oder Ungarn, für uns in wachsendem Maße zu schwierigen Partnern werden. Halten wir also fest, eine Wertegemeinschaft mit China wird es auf Sicht nicht geben, nicht geben können, vielleicht sogar nicht geben müssen, denn das ist eine der großen Herausforderungen, die geopolitisch auf Europa wartet. China ist nicht nur ein Partner oder ein Rivale. China ist paradoxerweise alles zur gleichen Zeit. Es ist ein Markt für unsere Unternehmen. Es ist ein Wettbewerber für unsere Unternehmen. Es ist ein Rivale in bestimmten geopolitischen Fragen. Es ist ein Gegner, wenn es an bestimmte Wertvorstellungen geht. Aber trotzdem ist es gleichzeitig auch ein Partner, den wir brauchen, um bestimmte Probleme, etwa globaler Natur wie die Klimaveränderung oder die Bekämpfung des Klimawandels, erfolgreich angehen zu können. China
ist alles. Das ist das Paradoxon. Und dieses Paradoxon gilt nicht nur für China. Wir werden genauso in Zukunft mit den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern umgehen müssen. Auch da können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Vergangenheit sich einfach unbesehen in die Zukunft transponieren lässt. Man baut keine strategischen Partnerschaften auf Erinnerungen allein, sondern darauf, dass man sich flexibel neuen Gegebenheiten anpasst. Der Virus erzwingt das noch einmal. Er erzwingt es im Umgang mit China. Er erzwingt es auch im Umgang mit den Vereinigten Staaten. Und im Falle Chinas müssen wir mit Sicherheit jetzt, spätestens jetzt, eines lernen, den Irrtum zu korrigieren, in den wir nach 1989 verfallen sind, nämlich zu glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis China, bedingt durch sein Wirtschaftswachstum, am Ende so wird wie wir. Dass es an uns liegt, den Chinesen zu zeigen, wie sie sich zu bewegen haben in der Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Heute stellen wir etwas verdutzt und erschreckt fest, die Chinesen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie sich in dieser Weltordnung bewegen wollen, und manches davon fordert uns diametral heraus. Bleibt also abschließend die Feststellung, der Traum von einer liberalen Weltordnung, wie wir ihn nach 1989 geträumt haben, bleibt wohl ein Traum, und wir müssen schon ganz dankbar sein, dass er sich nicht in einen Albtraum verwandelt. Die Weltordnung des 21. Jahrhunderts wird eine fragmentierte Weltordnung sein, in der wird China eine Rolle spielen, in der werden die USA nicht aufhören, eine Rolle zu spielen, und in der wird Europa noch sehr viel mehr tun müssen, als derzeit möglich, um eine Rolle zu behalten in dieser Weltordnung. Das ist die Herausforderung. Das Gebot der Stunde heißt nicht, wo ist der Partner, auf den wir uns verlassen können und mit dem wir dauerhaft zusammenarbeiten. Das Gebot der Stunde heißt, Resilienz ist sehr viel wichtiger als Effizienz. Wir werden lernen müssen, flexibel mit neuen Herausforderungen umzugehen. Und wir werden auch lernen müssen, dass die vielbeschworene Sehnsucht nach multilateralen Lösungen, nach Multipolarität, nach Multilateralismus etwas braucht, was es im Augenblick in der westlichen Welt zumindest nicht gibt. Kooperation braucht den Willen, die Bereitschaft und die Fähigkeit, auch Führung zu zeigen. Solange die USA das getan haben, war das relativ einfach und leicht für den Westen. Da die USA unter Donald Trump es nicht mehr tun, stehen wir alle vor gewaltigen Herausforderungen. Die große Frage heißt, noch ist das nicht wirklich abzusehen, inwieweit wird China bereit sein, in dieser Weltordnung des 21. Jahrhunderts Führung in der Kooperation zu übernehmen. Das würde diese Weltordnung dann noch einmal fundamental weiter verändern. Aber das ist genauso wie das Ende der Corona-Pandemie im Augenblick nicht wirklich absehbar. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.